Video kommt Gargoyle auf die Ebene. Wir involvieren Gargoyle und wir verrollen 7000 Gems. Nicht. Hallo Leute, willkommen zu einer Folge von Castle Clash. Wir haben heute mal ein bisschen was vor. Wie ihr sehen könnt, haben wir über 7000 Gems. Mit denen machen wir aber nichts. Aber dafür evolvieren wir einen meiner absoluten Lieblingshelden. Nicht ihn hier. Auch nicht ihn hier, der ist schon evolviert, sondern ihn hier. Wir evolvieren ihn jetzt. Okay. Eine Evo-Rune haben wir und die roten Kristalle haben wir auch. Jetzt müssen wir hier nur noch hier einen Gargel oder Splitter auswählen. Geht natürlich nicht. Wir nehmen also, würde ich mal sagen, einfach diese Karte hier. Und gehen auf. Kann ich das? Ich guck mal kurz, ob ich das irgendwie verändern kann. Mach ich einfach mal das hier. Und wir gehen auf evolvieren und damit haben wir einen vollständig evolvierten Gargoyle. Das ist auf jeden Fall mega heftig. Ich mache dann erstmal auf jeden Fall sowas hier. Dann upgraden wir ihn nochmal. Machen diese wunderbaren Sachen mit ihm. Das sollte sich gerade nicht so anhören, wie es sich angehört hat. Und boom, ist er schon auf Level 100. Das ist mega nice. Wollen wir aber auch erstmal ein paar kleine Spielchen mit ihm spielen. Okay, das hört sich halt wieder mal pervers an. Aber so ist es nicht gemeint. Also offiziell ist es nicht so gemeint. Und er kommt hier und ich würde sagen, ich kann hier einfach jeden Zauber benutzen, weil das Ganze einfach sonst ein bisschen langweilig wäre. Übrigens, Leute, falls ihr ein Video sehen wollt, bei dem dieser Dungeon von jedem meiner Helden hier geklärt wird oder bei uns beziehungsweise von noch mehr, dann würde ich euch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, denn so ein Video will ich vielleicht mal demnächst machen. Ja. Wie ihr sehen könnt, werden hier ja schon mal die Helden um ihn herum lau gemacht, zumindest Aninja, der hat ja schon mal ziemlich wenig und ja, die anderen dort um ihn rum, das Heerlager wird jetzt vollkommen geleert. Ja, ich finde auch persönlich dieses Design von Gargoyle nicht mal so cool, wenn er involviert ist, wie wenn er normal ist, aber so ist es irgendwie auch trotzdem ziemlich geil. Also ich finde beides cool. Und der ist so krass im Mauern zerstören. So, Paladin ist jetzt schon mal ja, ziemlich gut, schon mal vorgedamaged. Jetzt geht er da einfach durch. Also wenn es um sowas geht, ist er wirklich einfach eine Maschine. Also da würde ich den wirklich als Flatracula 2.0 bezeichnen, wenn es darum geht, Dungeons zu clearen. Also da ist der halt wirklich richtig OP. Das ist schon wirklich so eine Mischung aus, wer noch die alten Zeiten davon kennt, aus, wenn man Santa Boom in so einen Dungeon geschickt hat, davon würde ich übrigens auch mal ein Video machen, beziehungsweise halt Santa Boom, Anubis, Schädelkrieger und so weiter. Wobei ich schon mal spoilern kann, die Splash-Damage austeilen, werden hierbei am besten abschneiden. Hier, Chitter the Business, der war mal, glaube ich, der Beste auf dem ganzen Server. Also nicht glaube ich, sondern weiß ich und war auch ziemlich lange. Und ja, er hat auch einen wunderschönen doppel-evolvierten Elektriker, was sehr OP ist. Also, sagen wir mal, es gibt ihm ein Angebot hier für Geld, bis zu, keine Ahnung, irgendwas, was man halt beim Saar kaufen kann. Bei dem Elektriker drin wäre ich, glaube ich, würde ihn kaufen. Auch wenn das ein teuer Zeug wäre, ich glaube, ich würde es machen, weil der etwas so krank OP ist. Hier können wir schon sehen, der Dämon bekommt ordentlichen Schaden. Man kann es nicht so gut sehen, weil da so viel Schaden angezeigt wird. Aber man sieht auf jeden Fall, da kommt einiges an. Ich beschleunige das Ganze mal, aber jetzt lag es wahrscheinlich schon erstmal des Todes. Was aber auch nicht so schlimm sein sollte. Und der ist schon fast tot, würde ich sagen. Also in diesem Match sollte das definitiv noch gewonnen werden. Jawohl. Und 900 rote Kristalle. Ich stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Und Gargoyle ist Level 117. Evolviert.
Was? Nein! Ey, ohne Spaß. Das ist so bitter. Nochmal säubern. Okay, er ist erst Level 19. Das ist jetzt natürlich nicht so nice, aber wir verabschieden uns schon mal. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und teilt es mit euren Freunden. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, erklärt mir doch, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Haut rein, schaut mit auf.